Einst galt dies als das Silicon Valley Baden-Württembergs. In Zukunft soll es Quantum Village heißen. Das neue Dorf kommt an die Stelle der alten IBM-Gebäude in Ehningen. Ein Wohn- und Arbeitsquartier für 10.000 direkt neben der Gemeinde Ehningen. Ein Ehningen 2 sozusagen. Für die Rathausspitze von Anfang an ein Prestige- und Zukunftsprojekt. Im Kontext der Hightech-Unternehmen, die da heute schon vor Ort sind, vor allem mit IBM, die ja auch die Quantentechnologie hier nach Ehningen gebracht haben und dass eine Nachnutzung in diesem Kontext hier stattfindet, eine innovative Nachnutzung, das war für uns kommunalpolitisch von zentraler Bedeutung und deshalb haben wir uns da sehr aktiv auch eingebracht von Anfang an. Die Projektentwickler der Herrenberger Ocean Group wollen die Gebäude abreißen und ein innovatives Quartier entwickeln. Rund 30 neue, flexibel nutzbare Häuser sollen neben Ehningen errichtet werden. Eben Gebäudetypen, die auf beides reagieren können. Die können eben auf Wohnen, Gewerbe und auf Freizeitgestaltung reagieren. Und das war für uns sehr, sehr wichtig, um eben diese Produktivität bzw. diesen Ansatz von Wohnen und Arbeiten zu kombinieren und dann eben die Produktivität der Menschen damit zu erhöhen und zu steigern. Das Quantum Village ist das bisher größte Projekt der Ocean Group, die erst vor 7 Jahren in Deutschland im Immobiliensektor begann. Die Ocean Gruppe ist wirtschaftlich sehr stark aufgestellt. Das heißt, wir werden im Zweifel immer ohne Banken auskommen. Das ist praktisch wie sozusagen aus Eigenkapital wird das finanziert. Und von daher machen wir uns da gar keine Sorgen. Das ist der Mann, der hinter der Ocean Group steht, Ajmal Rahmani. Der Afghane sieht sein Projekt als Investition in die Zukunft. Dieses Projekt ist fantastisch, sagt er. Es bringt die Menschen, die Firmen zusammen. Das ist die Zukunft, die neue Quantentechnologie, alle Akteure, IBM, Fraunhofer, an einem Platz und wir bauen die Stadt dazu. Der gebürtige Afghane Ajmal Rahmani ist in seiner Heimat zu Reichtum gelangt, durch Geschäfte mit dort stationierten NATO-Truppen. Jetzt also eröffnet er zusammen mit Ministerpräsident Kretschmann das neue Experimentierlabor rund um den Quantencomputer. In den kommenden Jahren soll dann hier das Wohn- und Tech-Quartier der Ocean Group entstehen.